Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Wie von vielen schon gewünscht, mache ich heute mal etwas zum Thema Deckbuilding. Und zwar hatte ich dafür schon mal einen Stream gemacht gehabt, separat, wo ich so ein bisschen was zum Thema Deckbuilding erkläre und dazu auch ein paar Fragen beantworte und ähnliches. Das Dumme ist nur, Stream sollte mir das Ganze eigentlich zwischen, als Stream, als Twitch sollte mir das Ganze eigentlich zwischenspeichern. Nur leider hat das irgendwie nicht ganz so geklappt. Weiß der Geier warum. Darum habe ich mir jetzt gedacht, da so viele gerne, dass ich das Video noch angucken wollte, nochmal im Nachhinein und auch einige, dass sich mit live angucken konnten, wollten sich das mal anschauen. Dachte ich mir, ich mache das Ganze mal von vorne, ist auch halb so schlimm, halb so tragisch. Die einzige Frage, die ich mir momentan noch stelle, ist, weil das Thema Deckbuilding halt ziemlich komplex ist. Weiß ich noch nicht, ob ich das Ganze jetzt in mehreren Teilen machen werde oder alles jetzt in einen Teil durchklatsche. Das werde ich noch so mittendrin für so für mich entscheiden, weil ich habe keine Lust jetzt hier nonstop 5 Stunden zu brabbeln. Erstmal hat kein Arsch Bock, sich 5 Stunden nonstop Gequassel für mich anzuhören, denke ich mal. Zum Zweiten ist es auch für mich gerade sehr anstrengend, dann auch 5 Stunden nonstop zu reden. Und ja, werde ich auf jeden Fall gucken, ob ich das hinterher wirklich in mehrere Teile splitte oder wie auch immer wir das Ganze machen. Na gut, fangen wir erstmal an. Thema Deckbuilding. Beim Deckbuilding gibt es eigentlich so zwei Arten von Decks. Hört sich jetzt erstmal doof an, warum es zwei Arten gibt. Aggro, Face, ist ganz einfach zu erklären. Es gibt erstmal die Decks, die nach Mana Curve arbeiten. Darunter fallen halt eben so Sachen wie Aggro, Face, Midrange, Control und so weiter und so fort. Also Decks, die eigentlich so spezialisiert sind, um Curve zu spielen. Und es gibt einmal die Decks, die sich spezialisieren auf bestimmte Karten. Das heißt, ich baue ein Deck um bestimmte Karten drumherum. Das heißt zum Beispiel, Combo-Decks arbeiten so, zum Beispiel Druide mit Force of Nature, Savage Roar. Das sind halt eben Decks, wo es wichtig ist, diese Combo zu ziehen. Und man versucht einfach mit bei solchen Decks einfach das ganze Deck zu recyceln, so gesehen. Fangen wir mal mit den Decks an, die halt nach Mana Curve so ein bisschen arbeiten. Und da gibt es halt eben, fangen wir mal mit den günstigsten Decks an oder auch schnellsten Decks. Das sind halt eben die Aggro- und Face-Decks. Ich nehme mal hier ein bisschen Platz, dass man das Ganze mal zeigen kann. Bei Aggro und Face ist es halt eben so. Die möchte ich gerne lassen. Ja. So, machen wir mal das Deck. Aggro und Face heißt, machen wir was, so ist das ganze Face-Deck. Face heißt, wir gehen eigentlich überwiegend Face. Die ganzen Karten, die wir uns dafür aussuchen, sind dafür ausgelegt, Damage ins Gesicht zu machen. Und wirklich nur im Notfall zu traden. Das heißt, da kommen so Sachen rein wie Waffen, mit denen man direkt ins Gesicht gehen kann. Man baut hier, wie zum Beispiel beim Hunter, kann man jetzt einen Explode-Trap reinmachen, weil es ebenfalls 2 Damage aufs Feld sind. Und 2 Damage am gegnerischen Helm. Quickshot kann man ins Face jagen. Animal Companion kann den Anstürmer rufen. Den, wer ist er nochmal hier? Den. Misha? Nein. Nein. Haffa. Jetzt habe ich es angenommen. Haffa. Ne, also das heißt, man spielt mit Anstürmern und interagiert eigentlich selten mit dem Board. Auch hier an die Zuhause ist dasselbe. Kill Command ist auch, kann man da ins Face geben. Was haben wir noch so für Face-Karten? Weil ich baue das Deck jetzt mal so ein bisschen auf, um euch was zu zeigen. Hier zum Beispiel, um Face-Damage zu verstärken. Lepagnom eben halt wegen den Death Rattle 2 Damage zum Empty Hero. Ne? Was haben wir denn dann noch? Was ist noch so Face, Face, Face? Okay, da wir Fallen spielen, macht es natürlich zum Beispiel auch Sinn. Wo ist er? Wo ist er? M. Ja, Alphabet habe ich gerade nicht so drauf. Creeper zum Beispiel spielt man noch. Wegen der Knife Juggler. Die Eule macht man, um Taunts wegzumachen, damit man halt wieder ins Gesicht gehen kann. Der mit Zeit ist wegen den Fallen. Hat man im Regelfall spielt man noch die beiden Arcane Golems. Man kann den hier spielen, das ist ein Anstürmer. Ich finde ihn nur ziemlich schlecht im Verhältnis zum Anakostenangriff, wenn man so guckt. Hier 3 Mana 4 Attack, Lepagnom 1 Mana 2 Attack. Okay, die Eule lassen wir mal raus in den Knife Jugger, das sind jetzt nicht so direkt die direkten Face-Karten. Hier der Seagent, 1 Mana 2 Attack. Sollte man so ein bisschen beibehalten, dass man wirklich Minimum Mana-Kosten gleich Attack setzt bei Face-Damage. Wo haben wir jetzt noch? Ich suche noch einen bestimmten. Und zwar den. Ja, irgendwo ist er. Da, den Wolf Rider zweimal rein. Kann man auf der 4, es macht man glaube ich nichts, aber man spielt zum Beispiel noch den König des Faces. Ups, nicht den, nein, bloß nicht. Leeroy, so kann man aber bei den Hunter-Karten gucken, ob man noch irgendwas Nützliches findet. Und zwar, schauen wir mal. Ach genau, den Burg habe ich vollkommen vergessen, meine Fresse. So, das wäre jetzt zum Beispiel Deckaufbau Face Hunter. Und das habe ich deswegen gemacht, um euch mal zu zeigen. Face Hunter sieht man zum Beispiel alles nur 1 bis 3 Mana, also sehr, sehr günstig.
Alles geht direkt ins Gesicht, also das ist zumindest der Plan, ne? Notfalls muss man halt traden, weil wegen Taunt, wegen Dingen, die zu gefährlich sind. So, dass man das Spiel recht schnell für sich entscheiden kann. Das ist halt eben Face. Die andere Art von Face wäre momentan, was ziemlich populär ist. Ich bin eigentlich nicht so generell der Fan von Face, wäre zum Beispiel Shamano. Ist vom Aufbau her dasselbe. Ich will es euch mal zeigen. Da sind so Karten drin wie Lightning Bolt, Doppel, Rockabitter, der Tunneltrock aufgrund, weil er ziemlich viel Dings hat. Untypisch hier beim Face ist zum Beispiel Card Draw. Normalerweise spielt man Face und Aggro nahezu ohne Card Draw. Ja, also man braucht ihn auch in der Regel nicht. Dann kommt Crackle doppelt rein. Totem Golem, einfach nur weil er ziemlich stark ist. Ne? Und wieder hier dieses, auch wenn er keinen Ansturm hat, das ist dieses Overload, was eben den Tunneldruck eben verstärkt. Dann spielt man die hier, weil Schutz eben, was ist bei Aggro auch so eine Sache, man braucht eigentlich auch ein bisschen Schutz, weil sonst fehlt man vor allem an Aggro-Decks überhand, wenn man Pech hat, wenn man schlechter zieht. Kann man mit ein bisschen Taunt kompensieren, ist wieder ein Tempoverlust, also kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt so vorteilhaft ist oder nicht. Wie auch beim Hunter jetzt hier die Waffe. Dann kann man auch hier sagen, komm, wir spielen zwei Season 3. Das sind einfach so die klassischen Face-Karten. Ups, nein. Hui, 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 hui. Hier, Lepagnum zum Beispiel ist eine Face-Karte. Man könnte jetzt auch ihn hier spielen, den Infanterator ist auch ganz nett. Ich mag ihn halt nicht so gegen Mage und ein Life und er muss stehen bleiben. Kann derzeit von Bot-Dingsbums angegriffen werden. So machen wir hier auch zwei Juggler rein. Zwei Eulen, um das Ganze ein bisschen rauszuputzen. Den Mezzanus brauchen wir nicht, weil wir hier keine Secrets spielen. Dann haben wir hier noch, was wir noch reinkloppen können, zwei Arkan-Golems. Und was man auch machen kann, ist hier einfach nur, weil es klappen könnte, ist Leroy Jenkins. So, das wäre zum Beispiel jetzt ein Face-Schamane, wie wir sehen, wieder dasselbe. Die Mana-Kurve liegt bei 1 bis 3. Und eben halt, weil er ziemlich stark ist, die beiden 5er-Drops mit Doomhammer, weil es die einzige vernünftige Waffe ist, die man auch mit der Rockabilter natürlich verstärken kann. Und eben, eben eine Waffe ist. Vor allen Dingen ist es so, die Waffe hat eben den Vorteil, dass sie Windzorn hat, also Windfury und damit halt eben doppelt angreifen kann. Ist halt eben nicht schlecht. Also das ist halt eben so typisch Face. Wenig Mana kosten und eben effizient viel Damage. Wir gucken hier Lava Burst. Kann man zum Beispiel sehen, hat 5 Damage. Was mir gerade so auffällt, ist, ich habe hier auch so einen kleinen Fehler gemacht. Normalerweise macht man wenig den ganzen Overlord, damit man halt nicht ruckzuck in das Dings reinknallt. Könnte man sagen, wir nehmen jetzt noch den 1. Einen hier raus und einen Creeper raus und spielen dafür zum Beispiel den Lava-Chock. Ist auch ganz nett. So, dann heißt, so haben wir eben halt Face-Deck gebaut. Hat sich jetzt in der Mana-Kurve nicht viel verändert. Wir sehen halt eben wieder 1 bis 3 ist repräsentativ. Turn 5 ist einfach nur nochmal so als Finish hatte gesehen. Weil Doomhammer ist meistens nach 1, 2 Runden dann noch meistens Ende. Das sind halt eben Face-Decks. Man greift damit halt überwiegend ins Gesicht an. Viele Klassen können das spielen. Welche Klassen, welche Deckarten spielen können, werde ich später mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das ist halt eben so. Aber so sieht zum Beispiel jetzt, jetzt sind sie getestet, nicht ausprobiert, gar nichts, aber so ungefähr sieht ein Face-Schamane dann eben aus. Das wären jetzt also zwei Face-Decks. Spielweise habe ich ja gerade erklärt gehabt, einfach ins Gesicht und dann eben, wenn es nur falls nicht anders geht, weil eben Gegner auch Face-Damage macht oder weil die Minions zu stark werden, wird auch nur falls mal getradet. Aber meistens ist es bei solchen Decks, wenn man tradet, hat man auch direkt verloren. So, das wären dann die beiden Face-Decks gewesen. Also so baut man Face. Es gibt auch mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, man kann auch andere Decks auf Face aufbauen. Das waren jetzt nur Beispiele, die mir gerade so aus dem Kopf eingefallen sind. Dann gibt es die zweite Version, die ebenfalls so auf die Mana-Kurve viel achtet. Das sind dann die Aggro-Decks. Wobei Aggro und Tempo gerne getrennt wird. Ich mache es nicht so gerne, weil Aggro und Tempo sich schon ziemlich ähneln. So ein Beispiel zum Beispiel für ein Tempo-Deck. Ich versuche mal mit dem Priester, weil es ein bisschen untypisch ist. Aber ist auch hier, wir haben Face Damage. Das wäre zum Beispiel Mind Blast ist Face Damage. Wir haben diesmal auch Card Draw drin mit der Nordshire. Spielen Shadow Boxer, weil es auch wieder Damage auf Board ist. Anders als beim Face ist es so, dass man hier versucht, auch die Board-Kontrolle zu halten. Und halt eben über die Board-Kontrolle Spiele für sich gewinnt, halt durch kleine Minions. Versucht vernünftig zu traden. Schlimmstenfalls 1 zu 1, aber nicht sogar besser. Hier, die ist auch wieder Face Damage noch, ist auch nicht schlecht. Auch wenn man dadurch selber Schaden kriegt, aber man ist Priester, man kann sich selber gegenheilen. Holy Champion hat den super Effekt, dass es so ähnlich agiert wie früher der Patron. Nee, doch, der Patron nicht, sondern der Flood sind Berserker. Das heißt, man kann hier zum Beispiel noch zwei Circle reinpacken. Hier nochmal zwei Damage mit reinschmeißen.
Dann kann man sagen, okay, wir spielen auch die Orc in Assault Priest, damit die Hero Power auch Damage macht, was beim Priester so ein kleines Problem ist. Spielt jetzt zwei Holy Fire, weil wegen Direkt Damage. Müssen wir mal gucken, wie viel Platz haben. Eventuell kann man auch zwei Nova spielen, um das Board ein bisschen zu clearen, weil, wie gesagt, Aggro ist halt, Aggro und Tempo agieren halt eben auf Boardkontrolle. Und eben Minions, die dessen Mana-Kosten eigentlich geringer sind als der Nutzenfaktor. Das fängt zum Beispiel an, Notshire ist halt 1-3 für einen Mana, schon ziemlich gut von den Stats her. Dazu noch eben der Kartentext, der uns besagt, dass wir erstmal, wenn wir einen Damaged Minion heilen, bekommen wir noch eine Karte dazu, also auch noch ein Card Draw uns gibt. Dann haben wir zum Beispiel Shadowboxer, 2-3 für einen 2er Minion ist schon recht gut. Ne? Beste Beispiel Knife Juggler ist im Grunde genommen nichts anderes, nur halt eben, dass wir halt diesen Juggle, wie beim Knife Juggler, eben bekommen für jeden Charakter, den wir heilen. Das heißt aber auch der Held, wenn wir ihn heilen. Dann haben wir eben die Orkenal, 3-5 für 4 Mana, ist okay, ist jetzt auch nicht so atemberaubend. Halt eben die 2 Damage, die wir dann mit der Hero Power machen oder auch mit anderen Karten, ist natürlich wieder ein großer Vorteil. Hier Circle macht zum Beispiel eine 4er AOE draus oder sowas, also man kann damit arbeiten. Holy Champion selber auch 3-5 für die Dings Orkenal. Vorteil an ihr ist halt eben, dass der Attack jedes Mal, wenn wir einen Charakter heilen, sich um 2 erhöht. Ne? Wenn man das vernünftig und geschickt anstellt, kann man daraus ein richtig dickes Vieh relativ zügig machen. Auch wieder eine Art Tempokarte. Spawn of the Shadows ebenfalls, 5-4er-Stats. Die 4 ist natürlich jetzt nicht ganz so schön beim 4er-Drop, aber die 5 Attacks sind ziemlich nice, gerade wenn er nicht getradet wird sofort. Und man kann ihn halt eben mit der Hero Power den Gegner schnell 4 Schaden zufügen, sich selber zwar auch 4, was aber eigentlich im Spielverlauf meistens nicht ganz so schlimm ist. Rotoli Nova sind 2 Heal für uns, 2 Damage an den ganzen Gegner, ist auch ganz nett, also direkt Damage und Heal. Holy Fire dasselbe Spielchen. Kann sowohl auf dem Board als auch auf Helden gesetzt werden. Dann kann man jetzt sagen, okay, was bräuchten wir noch? Was ist noch ziemlich gut? Jetzt müssen wir halt ein bisschen umdenken, da wir Priester spielen und wir auch ein bisschen vom Heal leben. Finde ich ziemlich geil. Wo ist er? Wo ist er? Ich vergesse mal, wie er heißt, deswegen kann ich jetzt eigentlich ein bisschen denken. Ah, das ist er schon. Der Injected Blade Master. 4-7, klar, er muss zwar geheilt werden, aber 4-7 bzw. 4-3 für 3 Mana ist natürlich ziemlich stark. Zudem halt eben die Synergie mit dem Heilen und die ganzen anderen Karten ist gegeben. Das ist immer so eine Sache, worauf man halt einfach achten muss, wenn man ein Deck aufbaut. Gerade so Sachen wie Tempo, Aggro, bei Face jetzt nicht unbedingt. Face heißt einfach nur, guck nach, dass es Charge hat und geht ins Gesicht. Bei Tempo und Aggro ist es schon ein bisschen so, dass die Karten auch zusammen synergieren. Macht natürlich jetzt keinen Sinn, jetzt hier einen Minion reinzuschmeißen wie den Siege und auch wenn er jetzt, sag ich mal, kurzzeitig 2 Attack gibt. Ist zwar ganz nett, der Nachteil ist einfach nur eben, ich kann ihn nicht heilen, notfalls. Die Interaktion mit Shadowboxer und Spawn of the Shadows und Holy Champion ist weg. Und das kostet natürlich, ne? Und wir wollen halt eben auf Tempo spielen, das heißt, die Karten müssen stärker sein als der Mana-Kostenbereich. Ich zeige euch auch nochmal am Tempo Mage, da sieht man es auch ziemlich stark, dass die Karten halt alle eben genauso aufgebaut sind. Dann kann man spielen Zombie Joe. Hört sich im ersten Moment jetzt nicht gerade nach Tempo an. Wenn man so überlegt, das andere, man muss ein bisschen anders denken. Spiel mit Turn 1 können wir mit traden. Wie gesagt, Board-Kontrolle ist hier viel wichtiger als der Face-Damage am Anfang. Haben wir ihn später im Spielverlauf, können wir diese 5 Heal zu 5 Damage mit der Orc in Assault Priest umwandeln. Das heißt, wenn wir ihn jetzt zum Beispiel traden müssen, wir müssen wissen, wir müssen ihn jetzt in den nächsten 3, 2 rein traden, weil uns das auf den Sack geht. Wir haben die Möglichkeit, vor die Orc in Assault Priest zu spielen, sind das nicht mehr 5 Heal für den Gegner, sondern 5 Damage ins Gesicht. Natürlich nicht schlecht, ne? So, jetzt gucken wir uns mal den Mana-Kopf an. Wir sehen, wir haben da 3 und bei der 2 noch eine kleine Lücke. Gucken wir uns mal so im Dreierbereich ein bisschen um. Einmal hier kann man jetzt sagen, okay, wir spielen auch wieder ein Chosen. Das ist natürlich nicht schlecht, um unsere Minions so ein bisschen zu buffen. Hat natürlich einen großen Vorteil. Wir können auch den Dark Cultist spielen. Ist halt so eine Karte, die eigentlich fast in jedes Priester-Deck reinpasst. So, sieht die Curve schon ein bisschen ordentlicher aus. Man sieht schon, dass wir diesmal von dem 1er und 2er Dreierbereich so ein bisschen weggehen. Zwar auch ausgeprägt haben, aber halt eben so den starken Verlauf doch eher in dem Bereich haben, wo die Richtung fast Midrange gehen. Bei Midrange für die Kurve jetzt bei 3, 4, 5 ziemlich stark. Wir haben sie jetzt, sag ich mal, so von 1 bis 4 fast gleichermaßen verteilt. So, damit unsere Holy Champion noch ein bisschen stärker wird, könnte man eventuell auch noch Folgendes reinpacken. Fällt mir gerade mal so ein. Und zwar, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, wer sucht, der findet.
Da. Und zwar der Wild Pyromancer. Erstens können wir damit vom Paladin Karten traden. Also dieses komische Master for Battle etc. pp. Mit dem Spell zusammen. Und es hat noch die schöne Eigenart, dass wir sagen können, okay, wir spielen irgendein Spell. Wenn es von mir aus ein Holy Smite ist ins Gesicht. Alles bekommt einen Damage. Wir haben die, wo ist er? Holy Champion draußen liegen. Können wir die halt eben mit dem Circle im Anschluss alle Minions, die hier auf dem Board liegen, das heißt sowohl die gegnerischen als auch unsere heilen, bekommen pro Minion 2 Attack extra. Nehmen wir an, wir sind jetzt Turn. Ja, was sind wir denn mal? Wir sind jetzt mal Turn 6. Ist so, auch da, wo das Spiel meistens steht, ist bei Tempo-Decks ist meistens so Turn 6, 7, 8 rum. Und es ist halt eben so, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt Turn 6. Der Gegner hat 3 Minions draußen, wir haben 4. So, das sind das 7. 7 mal 2 Heilung sind 14. 14 plus das, was der Holy Champion schon hat, das sind 3. Das sind also insgesamt 17 Damage, die wir halt eben auf diesen kleinen, netten Holy Champion klatschen. Also es ist auch schon ziemlich nett. Das kann man natürlich noch überlegen, wenn man das Ganze noch ein bisschen ausprobiert. Vielleicht brauchen wir auch nur ein Zombie-Joe, weil wir schon Notchire auf der 1 haben. Spielen dafür noch einen Dr. Boom oder so. Das kann man halt eben alles komplett überlegen, ne? Also was sich jetzt eben lohnt. Oder uns reicht eine Nova, wir spielen einen Boom, aber wir nehmen die Nova komplett raus und spielen. Was weiß ich, weil wir halt Gegner haben mit starken Minions noch ein Hard Removal, das kann man halt individuell anpassen. Wichtig ist halt eben nur, dass die Karte uns Tempo gibt. Tempokarten heißt, die Karten müssen günstig sein, also dürfen nicht allzu teuer sein. Die Curve sollte halt eben ausgeglichen irgendwo so im mittleren Bereich liegen. Also irgendwo 2, 3, 4 so ihren Höhepunkt haben auch und dann wieder langsam absacken. Und eben die Karten sollen halt eben Tempo generieren. Das heißt eben, die Mana-Kosten sollen geringer sein als der Nutzen für die Karte. Wenn man sich das Ganze so anguckt, ich habe jetzt noch ein Tempo-Match, mit dem ich öfter spiele. Sieht man auf der Liste, aber sieht man, jetzt, doch, man sieht die Mana-Kosten, aber die Curve nicht. Ist immer dasselbe. Ich habe hier einen sehr stark ausgeprägten Zweierbereich. Die Karten untereinander synergieren. Wenn ich gucke, der Flamewaker, oder? Das ist ein Dreier, da unten. Synergiert hier mit jeder Art von Spell, die hier drin ist. Das ganze Deck besteht fast überwiegend nur aus Spells, deswegen. Wir haben Card Draw drin, weil ich sagte, man spielt Tempo-Decks wegen Card Draw, weil ansonsten ruckzuck die Hand leer wird. Das haben wir durch den Azure Drake, durch Arcane Intellect hier drin zum Beispiel. Durch den Conjurer, zwar eine deckende Karte, aber es ermöglicht halt so einen individuell anpassbaren Stil, gerade wenn man halt gegen Deck spielt. Hier sind zum Beispiel keine AOEs drin, weil ich mir denke, man braucht sie im Regelfall nicht. Und wenn man sie braucht, gibt es die kleinste AOE beim Magier, fängt eigentlich erst so bei 6 Mana an. Und wenn ich 5 den Conjurer spiele, kann ich auch, wenn ich Glück habe, mit 6 Blizzard Orb zur Not einen Flamestrike entdecken. Okay, ist halt eben mal noch ein bisschen Luck mit dabei, wenn man es genau angeboten kriegt, wenn man es gerade braucht. Nur halt eben, ich sag mal auch so, der Flamewaker ist schon so eine Art kleine AOE mit den ganzen Spells, die hier synergieren, diese 2 Damage random, die rumfliegen. Wenn man es überlegt, mit der Sorceress Apprentice noch vernünftig spielt, dann ist das schon so ab Turn 6, 7 schon einmal Hand leer ziehen komplett, wenn man Glück hat. Zudem hat man noch jetzt eben hier ein paar 7er Drops drin, wie man sieht, Antonidas. Heißt, wir hören diesmal nicht bei 6 auf, wie beim Tempomatch, sondern bei 7. Das ist aber relativ egal. Wichtig ist nur, die Karten geben Tempo. König des Tempos Dr. Boom ist klar. Antonidas ist eben wichtig, um halt noch mehr Spells an die Hand zu kriegen. Der Conjurer ist eine Tempokarte, mehr so eine Tempobremse, würde ich sagen. Aber diese 6-3 ist halt eben so ein Minion, was auf jeden Fall getradet wird, weil die 6 Damage Phase möchte keiner kriegen. Zudem kriegen wir noch einen Spell mit dabei, der halt eben in Verbindung mit dem Flamewaker natürlich ordentlich reinhaut. Und alle anderen Karten sind halt ziemlich starke Karten. Mana-Wurm ist eben wie gerade die Nordshire, nur eben, dass wir halt mehr Attack kriegen und nicht immer stärker werden. Unstable Portal ermöglicht uns eigentlich so gesehen, eine Random-Karte ein Mana günstiger zu spielen, wenn es nicht gerade ein Wisp oder so ein komischer Target-Dummy ist. Aber wenn wir jetzt einen 4-Cost-Minion ziehen, Turn 3 und können ihn dann natürlich sofort ausspielen, ist natürlich sehr schön. Mit Scientist ist es halt eben dafür, dass wir das Mirror ziehen. Ja. Ansonsten ist ja hier Wasserelementar, man könnte jetzt auch Shredder spielen, würde so an sich an den Deck nichts ändern, das ist immer noch eine Tempokarte. Wasserelementar ist halt nur ziemlich stark aufgrund der 6 Life und eben ich habe die Möglichkeit, Waffenklassen, die mir halt bei dem Deck immer sehr Probleme gemacht hatten vorher, zu freezen für den Zeitpunkt und damit die Waffe unschädlich zu machen. Nur ist halt Geschmackssache. Aber wie man halt eben sieht, ist es halt eben so, bei Tempo-Decks baut man halt eben darauf aus, dass die Karten Tempo regenerieren. Und das hat halt eben zur Folge eben, dass man halt diese Decks auch mit extrem viel Card Draw spielen muss. So, also heißt extrem viel, aber man braucht halt eben schon Card Draw, weil sonst steht man wirklich Turn 6, Turn 7 da und hat keine Karten mehr auf der Hand. Kann passieren. Und halt eben hat dazu kleine Synergien, kleine Kombos drin, wie jetzt eben beim Tempo Priest, als auch beim Tempo Mage. Wenn man sich jetzt so ein Aggro-Deck anguckt, können wir aber machen. Aggro wäre zum Beispiel Zu. Zu ist Aggro, funktioniert aber genauso. Es ist halt eben so, dass wir auch hier, wichtigerweise die Board,
ja, das Board an sich behalten möchten, dadurch das Board, also die Bordkontrolle behalten möchten und halt eben mit starken Minions agieren. Jetzt gucken wir mal, ob ich das mal so halbwegs aus dem Kopf hinkriege. Ich habe ewig kein Zoom mehr gebaut. Der kommt noch mit da rein. Der kommt noch mit rein, genau. Wenn die Decks jetzt nicht alle hundertprozentig richtig sind, regt euch darüber nicht auf. Ich mach's gerade aus dem Kopf und nach bestem Wissen und Gewissen. Klar, wird jetzt eine sagen, die Karte gehört mal nicht da rein und bla und blub. Ich sage echt, es ist nur zum Erklären, wie so Decks aufgebaut sind. Wo ist er denn? Den kann man noch spielen. Den spielt man. Die Eule spielt man, kann man einmal spielen. Erkläre ich gleich mal was zu Eule und auch so ein paar anderen Karten. Das sind nämlich nicht so Karten, wo es auf die Mana-Kosten ankommt, sondern was ganz anderes. Man könnte noch den hier spielen, weil wir doch schon über längere Distanz gehen ab und zu. Habe ich jetzt das Ei eigentlich reingeschmissen? Ja, ist drunter. Dann bräuchten wir. Boah, ich habe schon ewig. Oh, ich sehe schon, wir sind eigentlich schon voll. Das heißt ja so, wir müssen den Big Game Hunter mal rausschmeißen. Eule ist okay, ich glaube, Dark Bomb spielt man mittlerweile auch nicht mehr. Boah, ich weiß das gar nicht. Ob man die noch alle so spielt. Was auf jeden Fall reingehört, ist. Ja gut, je nachdem, wie schnell man spielt. Man könnte jetzt sagen, okay, wir spielen das Deck einen Tacken langsamer. Wie gesagt, das ist Agro, ne? Nicht Tempo. Schmeißt man Lore-Tap rein zum Schutz und auch Dr. Boom. Dann kann man sagen, okay, wir nehmen den Lore-Tap raus, Boom lassen wir drinne, Boom ist gut. Wir schmeißen dafür zum Beispiel jetzt noch einen Big Game Hunter rein, um halt eben starke Minions vom Feld zu holen und dann machen eine Dark Bomb rein. Das ist halt individuell anpassbar, ne? Also, ne, so ungefähr sieht zum Spitzen ein Zulok aus. Ne, manche spielen auch Grommog, den Implaker und so weiter und so fort. Ist halt eben so eine Sache von, was spiele ich, wie gehört es da rein, wie passt es zum Deck. Synergien hier, Voidcaller ist natürlich super, weil so Negativeffekte vom Doomguard gefressen werden. Zudem bekomme ich einen 5-Mana-Minion für 4. Plus eben auch den 3-4er, den ich eh schon stehen habe für 4 Mana, was nicht gerade so noch nicht schlecht ist. Ne? Im schlimmsten Fall zieht er mir einen Flame Imp raus, dann bekomme ich halt diese 3 Face-Damage nicht. Ich ziehe einen Walker raus, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Großartig mehr im Game gebossen wird jetzt auch nicht die Katastrophe hoch 10. Schlimm wäre natürlich jetzt so ein Void Terror, wäre jetzt nicht so das Nonplusultra, was passieren sollte, aber es ist halt eben noch machbar. Ansonsten, wie gesagt, ist alles halt ganz okay. Was wir noch machen können, ist das nächste wäre dann zum Beispiel die Midrange-Decks. Gucken wir uns das mal an. Oh, ich habe die Karte vergessen. Ah ja, ich habe Leute rausgeschmissen. Midrange ist so, dass die Mana-Curve so im mittleren Bereich liegt. So klassische Midrange-Decks ist zum Beispiel. Ich nehme jetzt mal wieder Hunter, ja. Kann man so zeigen. Midrange heißt zum Beispiel beim Hunter. Das ist schön zu zeigen auf jeden Fall beim Hunter. Hunter ist mal als Removal. Was Removal sind, erkläre ich gleich. Webspinners als Einser-Drop. Man spielt zum Beispiel Freezing Traps, um Minions vom Board fernzuhalten. Ein bisschen Direct Damage und Card Draw so gesehen. Den Eagle Homebow, weil Synergie mit der Freezing Trap. Animal Companion ist halt so eine Standard-Hunter-Karte, da kriege ich auch mal was zu, was so Standardkarten sind bei manchen Klassen. Warum man genau diese spielt und keine anderen, man spielt den Houndmaster. Mal gucken, ob das so einfach. Man kann zum Beispiel den Vembrangler spielen, einmal hier High Main rein. Ja, so einen doch braucht man eigentlich nicht. Ich kenne welche hier zum Beispiel noch, die spielen den Midrange auch Leprechaun, das geht auch, klar. Man kann hier den komischen Otze-Spam spielen, ist auch mehr so eine Tech-Karte. Wie gesagt, da kann ich gleich nochmal. Hier Haunted Creeper kann man reinschmeißen, den Knife-Jugger kann man reinschmeißen, eine Doppel-Eule, den Mad Scientist. Mal gucken. Ich gehe schon wieder zu viel in Richtung Aggro, meine Fresse. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man so überlegt. Boom kommt auf jeden Fall noch mit rein. Lower-Tap machen wir mal mit rein. Muss man gleich ein bisschen umbauen. Ich habe gerade irgendwie zu viel Aggro im Kopf. Schmeißen wir mal die beiden Creeper raus. Die Synergie mit Knife Juggler und Unleashed Sounds ist da trotzdem gegeben noch. Und spielen dafür mal zwei Shredder, wo auch immer sie gerade sind. Das ist so die klassische Tempo-Midrange-Karte. Aggro jetzt nicht unbedingt, aber Midrange kann man so gut nutzen. Und man sieht schon, wir gehen schon mit der Körper ein bisschen auseinander. Ich glaube, Quickshot spielt man eigentlich auch nicht mehr. Mal gucken, was wir dafür sonst spielen. Haben wir noch schöne Vierer-Drops. Auf der 3, was ich übersehen habe. Hier noch irgendwas Nettes auf der 3. Was man da so reinschmeißen kann, was ich ein Wildtier oder sowas vielleicht super da reinpasst.
Nee. Tech-Karte mehr. Ich will mal gucken, was man da sonst noch einpackt. Tom Spider zum Beispiel ist nicht schlecht. Weil wir bekommen durch noch ein Dingens. Oh, ich habe Lower Tap gar nicht drin. Nein. Pfui. Nee, Lower Tap ist drin, aber was fehlt denn dann noch? Zwei Eule. Ach, ich habe einen Juggler gekillt, deswegen. Ah, ich habe einen Juggler rausgenommen. Ich habe einen Juggler rausgenommen. Wo ich ja, wo ich ja. Da ich ja. So, man sieht schon, dass die Curve so Richtung 3er, 4er, 5er Bereich geht. Das ist halt eben so bei Midrange-Stacks. Ich kann auch mal ein paar andere zeigen, aber also hier sind auch wieder Synergien drin, so kleine wie Knife Juggler und Unleash the Hounds. Unleash the Hounds, Animal Companion, falls Leoc rauskommt. Ansonsten auch Misha ist nicht schlecht als Taunt. Vamp Wrangler zum Beispiel mit irgendeinem von den ganzen Beasts hier. Genauso wie eben auch Tom Spider noch ein Beast und so ein Sport holt. 4 Mana 3-3 ist jetzt nicht gerade das Beste, aber man kann halt eben situationsabhängig was Gutes droppen. Zum Beispiel ein Taunt, wenn möglich. Natürlich auch noch Synergie mit Beast, gerade für Kill Command nicht schlecht. Und solche Faxen, das wäre zum Beispiel so eine Art Midrange Hunter. Typisch Midrange ist auch hier Secret Parlor. Wir sehen auch hier, die Curve ist auch so, ja, 3er, 4er. Ich habe jetzt keinen 5er Bereich drin. Durch die ganzen Spells eben, weil es eben auch so eine Art Combo-Deck ist, wo man als ganzes Deck eigentlich so auf den Challenger ausgelegt hat, hat man jetzt natürlich jetzt einen sehr starken 1er-Bereich ausgelegt. Wenn man guckt hier, es geht bis hierhin, das ist ja 1, 2, 3, ich hätte auch nicht gucken können, sind 10 Karten. Ja, aber ist es halt eben so, dass das Spiel auf, wie wir gucken, hört erst bei 8 Mana auf. Zum Hunter zum Beispiel ist halt auch erst bei 7 Mana, oh, ich gelöscht, nein, auch hier bei 7 Mana auf. Bei vielen Decks ist es so, dass sie so mehrere Sachen füllen. Zum Beispiel hier der Druide ist ein Combo-Deck, klar. Force of Nature Savage Roar, ne? Klassische Druiden-Combo. Trotzdem ist es Midrange. Also auch Midrange. Wenn wir so reingucken, die Mana-Curve hier auch ist wieder stark bei 3, 4, 5, 6, 7 ausgeprägt diesmal. Auch bei 7 ziemlich stark. Hat jetzt nichts zu sagen, dass es jetzt ein anderes Deck ist, es ist trotzdem noch Midrange. Das heißt einfach, die Kurve ist ein bisschen weiter rechts verschoben. Der Unterschied ist hier einfach nur, dass durch das Innervate, deswegen ist es so ein bisschen komplizierter, generell man mit der Kurve ein bisschen mehr nach rechts wandert, weil das Innervate halt eben kurzzeitig zwei Mana-Kristalle gibt. Dann gibt es noch Whitegrove und Anastos Aspirant, die jeweils noch Mana-Kristall nach oben jagen. Das ermöglicht uns ein ziemlichen Tempo-Play und deswegen kann man da die Kurve extrem weit nach rechts verschieben, so dass selbst ein Midrange-Deck dann halt ziemlich teuer aussieht. Im Grunde genommen ist aber überhaupt nicht es. Ja, ist gerade ein bisschen schwer zu erklären, warum es so ist. Es ist nun mal so. Ja, ich weiß nicht, habe ich das hier als Midrange? Ja, es ist auch, wie man sieht, wieder 3, 4, 5. Also 3 wieder so den Höhepunkt. Das ist immer so, das klassische Anzeichen Midrange hat immer bei 3 bis 4 so den Höhepunkt an Mana-Kosten. Und hier ist auch wieder so, dass wir Midrange aufgebaut sind. Bei der 7 jetzt ein bisschen weniger haben. Ist halt eben wirklich sehr stark durch Prep und sowas, was natürlich die Mana-Kosten hier von Sprint und so ein bisschen runterzieht. Midrange heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Games meistens so zwischen Turn 7 bis 10 Ende ist. Also 10 ist wirklich meistens das Maximum, meistens enden die Spiele schon Turn 9. Meistens mit Lose oder Win, je nachdem. Selten mit einem Draw. Und das ist halt so das Typische so für Midrange. Da gibt es doch Hybrid, das sind so Decks, die sowohl die Midrange-Sache erfüllen, als auch so ein bisschen Tempo. Zum Beispiel Hybrid Hunter ist so eine Mischung aus Face und Midrange. Ich kann es aber zeigen, so ein Hybrid. Ja, ich zeige jetzt viel mit dem Hunter, ich weiß. Gibt bestimmt auch viele, die sagen, Igitt Hunter, aber ist nur mal so bei dem Bereich das beste Beispiel, weil man damit einfach sehr viel machen kann. Aber so ein Hybrid zum Beispiel würde aussehen. Einen Webspinner schmeißen wir mal rein. Dann schmeißen wir zwei Explos, eine Freezing. Ja, man merkt schon, die Traps sind diesmal anders aufgebaut. Wir spielen sowohl eine aus dem Midrange-Bereich als auch zwei aus dem Aggro-Bereich. Quickshot kommt aus dem Agro-Bereich. Der Bow war eh bei beiden vorhanden, genauso wie Animal Companion, Kill Command, Unleash natürlich dasselbe. Wir spielen nur noch ein Houndmaster, kommt wieder aus dem Midrange-Bereich. Hier lassen wir alles weg, bis auf die beiden High Mains. Spielen jetzt zum Beispiel zwei Leper Gnomes. Wieder Face Damage, kommt aus dem Agro-Bereich. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Zwei Creeper kommt wieder vom Agro, der Knife Jugger kommt wieder von beiden, die Eule kommt wieder von beiden, der Mad Scientist kommt von beiden. Mal gucken, was noch drin vorkam. Ich glaube, man spielt noch zwei Schredder. genau, zwei Schredder, wo sind sie? Die kann man, wie gesagt, habe ich ja gesagt, hab, die werden im Midrange gespielt. Das ist eine Mischung aus beiden eben. Funktioniert genauso. Ich habe immer das Gefühl, was vergessen zu haben. Ich komme gerade nicht drauf, was.
Ah, da oben sind zwei Schredder rein. Und hört dann meistens bei Noatep dann auch schon wieder auf. Das heißt, sie spielen kein Dr. Boom, ist halt eben Hybrid, es ist nicht ganz so stark ausgeprägt im Late-Game-Bereich. Dafür halt eben ein bisschen stärker ausgeprägt im Early-Game. Ne? Ziemlich starke 2 halt eben, ziemlich viel auch da wieder wie das Agro-Deck. Nur Agro war halt auch ziemlich stark auf A1 noch. Und wir hören diesmal nicht bei 4, 5, 6 auf, sondern also bei 3 auf und haben höchstens noch bei der 5 noch ein bisschen was, was noch ein bisschen dicker ist. Sondern spielt halt eben komplett nonstop durch. So haben wir halt eben eine ganz andere Curve. Wäre halt so eine Art Hybrid-Deck. Es ist sowohl Aggro spielbar als auch Midrange spielbar. Vorteil: Das Deck ist schneller als ein ganz normales Midrange-Deck. Was es ermöglicht, halt ein bisschen aggressiver zu spielen. Hat gegen Face aber wiederum den Nachteil, dass es da wieder gegen zu langsam ist. Also langsamer gegen Face ist und da halt meist dann den Kürzeren zieht. Ja, also man muss halt immer wissen, was man gerade spielt, was sich lohnt. So, dann haben wir noch die Control-Decks. So, Control-Decks. Bauen wir mal so ein Control. Ja, Control. Was können wir da nehmen? Control-Decks. Ich glaube, brauche da gar nichts bauen. Ich habe da mittlerweile mehr als genug von. Control-Krieger. Fangen wir damit an. Control-Krieger. Control zeichnet sich daraus aus, dass man halt dicke Minion spielt. Im Early-Game was zum Traden hat. Und eben sehr viele Removals spielt. Removals heißt, das gibt zwei Arten von Removals: einmal Soft, einmal Hard. Hard heißt, ich muss mit nichts anderem reintraden. Also ich muss keine Bedingung erfüllen, um das Minion zu killen. Zum Beispiel Execute wäre ein Soft, obwohl man hier jetzt das Hard Removal sehen, weil das Minion muss gedamaged sein, um es zu traden. Polymorph zum Beispiel selber. Polymorph macht Spawn 1-1 daraus, um ihn komplett zu entfernen, muss ich aber noch pingen. Also Soft Removal. Shield Slam, wenn ich genug Rüstung habe, ist das Ding weg. Ende aus Nikolaus. Hard Removal. Big Game Hunter ist ebenfalls ein Hard Removal. Wenn dann 7-7er steht, also jemand mit 7 Attack steht, zum Beispiel Dr. Boom, dann ist er mit einem Hard Removal, also mit einem Dings, mit einem Big Game Hunter weg. Aber wir sehen, haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 Removals. Ich muss mal weiter zählen. 4 sind noch mehr, ich weiß nicht. Big Game Hunter fehlt auf jeden Fall, so also 5 Removals müssten das sein. Plus ein Brawl, also noch eine Flächen-AOE. Das ist sowas, was halt eben Kontrolle eben auszeichnet. Das heißt, wir haben Flächenschaden drin, als auch also Flächen. Removals als auch Einzelremovals. Ist hier gerade mein Big Game Hunter nicht, bin ich Panne? Spiele ich echt ohne? Tatsache, ich spiele echt meinen Krieger ohne Big Game Hunter. Habe ich den echt herausgenommen? Okay, normalerweise gehört zum Beispiel auch noch ein Big Game Hunter da rein. Ich weiß jetzt nicht, warum er hier nicht drin ist. Werde ich mir bestimmt irgendwas bei gedacht haben, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Auf jeden Fall funktioniert das Deck auch ohne Big Game Hunter. Aber mal spielt man halt eben auch ein Big Game Hunter drin, also sehr viele Removals. Wir spielt hier auch mit Taunts, in dem Fall jetzt zwei Belcher. Wir haben hier, also was auch wichtig bei Control ist, ist Life. In dem Fall hier Rüstung eben mit Armor Smith, Shield Maiden, Shield Block, Bash, alles Sachen, um eben A zu traden, Bash, und eben um uns Leben zu verschaffen. Jessica Schwur, das ist eigentlich sonst auch nochmal eine Art. Wir haben hier noch als Flächenschaden noch Baron Geldon drin. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, wir haben noch Sylvanas als Tech-Karte drin, um halt eben noch ein starkes Minion vom Feld zu holen oder halt eben jemanden zu zwingen, das ganze Feld da reinzutraden. Gibt es auch so ganze Sachen zu. Und wir haben halt eben was im Early Game. Das ist die Fire-Ex und halt eben die Death-Bite, die halt eben uns erlaubt, im Anfangsstadium des Spiels, also die ersten paar Runden, die halt zu überleben, um halt eben starke Minions auch noch vom Feld runter zu prügeln. Und eben, was wir noch drin haben, sind so Sachen wie Taskmaster, der für die Combo für Grommash nicht schlecht ist. Oder halt eben mit den One Damage eben mit Execute super Synergie. Das ist eben halt dann für 3 Mana ein Hard Removal, weil die beiden zusammen kosten 3 Mana und das ist auch ein Hard Removal. Was haben wir denn da noch? Okay, wir haben Card Draw drin, über Shield Block und Acolyte. Ist bei Control auch eben wichtig, damit man halt nicht am Ende da steht und keine Karten mehr hat. Und wir haben eben, was ganz wichtig ist, auch unsere dicken Bobs drin, wie Dr. Boom, Grommash, Alexstrasza und Ysera. Gerade die Combo Alexstrasza vorgespielt, Gegner auf 15 runtersetzen, nächste Runde mit der aufgeladenen Deathbite ins Gesicht springen, einmal hinterher, dann Gegner auf 12 nochmal Deathbite und Grommash und Arsch stecken. Sind so halt kleine Combos, man hat auch Ysera drin für zusätzlichen Card Draw und halt eben Sylvanas eben als Tech-Karte. Das ist halt so der Aufbau für Control Varia. Können jetzt mal gucken. Renolock ist zum Beispiel auch ein Kontrolldeck. Handlock für die, die es kennen, ebenfalls. Oder Demon Lock sind alles meistens Kontrolldecks. Auch hier wieder Early Game zum Traden. Das wäre Mortal Coin, Zombie Joe, Dark Bomb, der Pendler, Demon Wharf als kleine Flächen-AOE. Da ist der Big Game Hunter, den ich gerade gesucht habe.
Im Gangboss, Mind Control Tech, um starkes Feld auszudünnen, Hellfire als Flächenschaden, Implosion als Einzelschaden und anschließend wieder Minions zu regenerieren, Shadow Flame als Flächenschaden, Argus als Tauntgeber, Healbot zum Heal, weil ich gerade sagte, wir brauchen Life, Folgen, Stardock sind jetzt einfach nur so Minions drin, hier Belcher als Taunt, Siphon Soul als Lebensgeber und als Heart Removal, weil auch hier wieder keine Bedingung für erfüllt sein muss, großartig irgendwas Minion wegzureilen. Taurus haben, weil wir halt hier sehr viele Handkarten haben. Reno ist wieder Leben. Dr. Boom ist wieder die Hard-Klasse mit Dr. Boom, Jeraxxus und Molten Giant und hat eben Twisting Nether noch mit drin. Dann hat man noch Folgen Stalactitium, da kommt der 11-11er raus, gibt noch ein dickes Minion. Also da sind auch so ein paar Sachen drin, die halt eben das Deck ziemlich stark machen. Und hat eben, damit man halt diese ganzen teuren Minions spielen muss, muss man eben wie im Early Game überleben, also am Anfang des Spiels. Und da fährt man halt eben diese ganzen kleinen Zeug halt eben drin. In meiner Curve sieht man das auch, wie ich gerade am Krieger nicht gemacht, gehe manchmal zurück, zeige ich euch mal. Ist ziemlich ausgewogen, die geht ziemlich stark nach oben, auch bis zu 5 hin. Manche geht auch noch bei der 6 ziemlich hoch. Und halt auch eine ziemlich stark ausgeprägte 7 plus. Und ich habe auch gesehen, wir haben noch ein starkes Removal hier drin, noch den Twisting Nether, um einmal alles komplett zu clearen. Gehen wir mal bei dem Krieger rein. Da ist er. Und sieht man es genauso, dass die 7 auch da wieder stärker ausgeprägt ist. Vierer Drop ist generell ein Problem beim Krieger, was liegt an den Karten, die der Krieger zur Verfügung hat. Ansonsten sieht man, dass es auch wieder in dieselbe Richtung geht, dass es halt ziemlich ausgeprägt Richtung Endgame wieder geht und halt eben hier auch so wieder aufgebaut ist, dass man halt eben sehr viele Sachen wie Removal spielt, was auch so ein bisschen die Mana-Kurve so leicht verfälscht. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Machen wir noch ein anderes Kontrolldeck mit Zeitwechslung. Kontroll kann man mit vielen Klassen machen. Man könnte jetzt einen Kontroll-Paladin zusammenbauen. Wir machen mal einen Kontroll-Priester. Funktioniert eigentlich ähnlich. Kontrollpriester kommt rein, zum Beispiel Card Draw. Gucken wir mal. Nix. Shrinkmaster für eine schöne Combo, erkläre ich gleich. Man kann ein Pain spielen noch als Early Game. Dann geht's weiter. Heart Removal. Zwei Stück. Dark Cultist rein. Gehen wir auf der 4. Swordpriest ist nice. Wenn wir Swordpriest spielen, würde ich immer empfehlen, Circle zu spielen. Wir spielen Cycle. Wir cyclen den Gegner einfach. 5er Drop, da kommt die Nova rein. Alternativ kann man auch die Lightbomb spielen noch. Addentomb, alles so Removals, Hard Removals und alles Mögliche. Kabal Shadow Priest ist eben wichtig. Okay, man kann jetzt noch Vol'jin, ich hab ihn jetzt nicht, kann man auch noch einkloppen. Dann kommen auch die Standard-Minions dazu, also die neutralen. Auf der 1 spielt man eventuell zum Traden. Am Anfangsbereich kann man spielen den Zombie Joe. Ähnlich wie vorhin beim Tempo erklärt, was man damit gerade mit der Orca Assault Pistol ein bisschen anstellen kann, ist ganz witzig. Auf der 2 hätte man zum Beispiel, fällt mir gerade mal so auf, ups, nein, bloß nicht. Den hier noch reinklatschen können, damit man noch ein bisschen was auf der 2 auch hat. Weil die 2 beim Priester ist das Problem wie bei die 4 beim Krieger. Haben alle Klasse haben irgendwo so ein bisschen so Mana-Probleme. Ist aber momentan normal. Silence brauchen wir beim Links nicht so wirklich. Ich glaube, die 2 war auch nicht so schön. 3, da kommt der Injected Blade Master zum Einsatz zum Beispiel. Wenn ich ihn finde, gehe. Da ist er doch. So, da kann man auch sagen: 4. Das kann man hinterher noch ein bisschen anpassen. Brauchen wir auf der 4 unbedingt? Ich glaube nicht. Auf der 4. Wenn man jetzt Drachenpriester spielen würde, wäre auch ein Kontrolldeck, kann man zum Beispiel ganzen Dragons nur mit reinpacken. Das sind aber so Themen-Kontrolldecks oder Themendecks an sich, ist ja beim Krieger nicht anders. Was sich lohnt, ist Taurus-Sahn. Hier, ups, weil wir eben mit sehr vielen Handkarten spielen werden. Ich mache jetzt eine Nova raus, so haben wir eine Nova, einen Endtop, einen Lightbomb drin, das ist auch sehr schön. Kann auch einen Heiltopf reinpacken, Dr. Boom ist nie verkehrt. Spielbar überall, nahezu überall. Überall ist übertrieben, aber nahezu überall. Jesera kommt ziemlich stark im Priester. Das müssen wir gucken. Fünfer Bereich. Können wir noch einen Lore-Tipp reinkloppen zum Beispiel. Dass da nicht ganz so leer aussieht, dass wir da nicht so eine Lücke haben. Man kann auch noch ein Herbissen spielen, noch dazu jetzt den Card Draw. Ist aber auch wieder Tech-Karte. Es kommt auf angehen, was man spielt. Man kann auch sagen, okay, ich komme mit einem Shrinkmaster aus. Nehmen jetzt, gucken wir, was wir nur so 5 haben, was, ups, was interessant ist. Nein. Auch wenn du dich so nett anbietest, ich will dich jetzt nicht. Kann auch zu schlagen, spielen noch einen Belcher. Was kann man noch rausnehmen? Ja, das ist halt eben einmal anpassen, probieren, austauschen, weil kein Deck, das habe ich jemand rausgeschmissen, was ich nicht rausschmeißen wollte. Kein Deck wird auf Anhieb so funktionieren, dass es fehlerfrei ist am Anfang. Das könnt ihr euch schon mal direkt vom verabschieden, das funktioniert nicht. Ich glaube, das hier wird drin, ne? Ja.
Ne? So würde zum Beispiel ein Kontrollpriester aussehen. Ist auch wieder so eine ausgeglichene Curve, wieder ein bisschen was auf der 7. Kontrolldecks ist eben halt so, man merkt halt eben, dass überall was vom Mana ist. Die haben ab und zu ein paar Spitzen. Priester bei der 3. In Bezug geben beim Krieger, der hat auch so eine Spitze gehabt. Die war bei. Ups, ne? Die war bei auch bei 3. 2 und 3 ziemlich hoch. Wobei hier auch wieder gesagt, es sind Karten dabei, die nie um Curve gespielt werden. Reno noch kurz hier aufmachen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Reno gucken, auch wieder so bei 3, 4, 5 ein bisschen höher. Ist halt immer so eine ausgeglichene Curve. Man darf sich nur von dieser Curve nicht verunstalten lassen, weil viele Karten nie so gespielt werden, wie sie angezeigt werden. Big Game Hunter, schon mal Turn 3 gespielt? Ne, macht keinen Sinn, ne? Weil 7 auf Turn 3 kommen kein 7 Attack Minion mal eben kurz um die Ecke, dass man so wegbremsen muss. Deswegen kann man den schon mal abziehen. Also ist bei der 3 noch 4 Minions. So, mein Kontrolltech macht nur Sinn, wenn das Board voll ist. Also nur noch 3 Minions auf der 3. Das haben wir noch auf der 3, mal was so ein bisschen zu verdeutlichen. Arcane Golem ist ein Combo-Teil, brauchen wir also auch nicht. Haben wir nur noch 2 Minions auf der 3. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, das ist ein Demon Wharf, ist ebenfalls ein AOE. Oh, wir haben eigentlich nur den Imp-King-Boss auf der 3. Das ist das einzige 3er-Minion, was man wirklich Turn 3 spielen kann. Selbe Spielchen bei 2. Sunfury Protector bräuchte Minions auf dem Board, die ich mit Taunt geben möchte. Selten Turn 2, macht keinen Sinn. Fällt weg, haben wir noch 3 Minions auf der, also 3 Karten auf der 2. Die Eule ist ein Silence. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt Turn 2 schon mal silencen muss. Oh, damit sind es noch 2. Dark Bomb ist ein Training, okay, kann man so sehen, kann man eventuell Turn 2 spielen, ist aber auch situationsbedingt. So, kann man nur den Dark Panda spielen, wieder nur ein Minion. Ja, so geht's weiter. Turn 1 dasselbe. Mortal Coin ist nur, wenn ich den Gegner was wegnehmen kann mit einem Attack. Mit einem Life, macht Sinn. Damit ich Karte ziehe, hat er 3 PP. Power, wenn man braucht für die Combo, fällt auch weg. Zur Mid Show ist das Einzige, was ich spielen kann. Gucken wir uns mal Turn 4 mal hier an zum Beispiel. Hellfire, brauche ich nur, um das Board zu clearen. Also, wenn der Gegner was bis Turn 4 das Board relativ voll hat. Möglich, aber unwahrscheinlich. Implosion kann man so spielen, okay. Ist eine. Shadow Flame brauche ich selber ein Minion auf dem Board und ich muss ein starkes Board wegtraden, damit ich wirklich ein Minion opfer. Spielt man selten Turn 4. Defensor auf Argus muss ich was Taunt geben. Meistens wird es aber benutzt, um dicke Minions Taunt zu gehen, damit der Gegner nicht so schnell durchkommt. Also wird auch nicht Turn 4 gespielt. Twilight Drake, okay, wird Turn 4 gespielt, wenn die Hand groß genug ist, damit er viel Life kriegt. 2 von 5. Ja, also das ist so eben mit den Mana-Kosten, aber ich habe ja ein bisschen was erzählen, dass die Mana-Kosten nicht unbedingt immer das sind, was draufsteht. Deswegen auch die Mana-Curve auch ein bisschen komisch aussieht. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen mehr vergleicht, merkt man, dass auch die Curve eigentlich immer mehr nach rechts wandert, was ein Kontrolldeck halt eben ausmacht. Ein Kontrolldeck zeichnet sich so starke Minions aus. Gucken wir uns mal die 5 zum Beispiel an. Das ist da, wo so ein Kontrolldeck langsam stark wird. Ich kann Folgendes spielen. Ich kann Belcher jederzeit spielen. Ich kann Stalag jederzeit spielen. 3 Minions. Faceless Healbot sind universell, aber schon mal 3. So, Turn 6. Emperor, okay, bei einer vollen Hand, aber als Reno hast du eine volle Hand. Es sei denn, du spielst scheiße. Nur gegen Phaser kann es auch schon mal sein, dass es nicht ganz so voll ist. Aber du spielst in der Regel Turn 6. Die Combo brauchst du nicht günstiger machen, weil die maximal 10 Mana kostet. Weil es auch ein Combo-Deck ist bei mir noch. So, ist 1. Reno nur für Dinge, das waren das nur, wenn ich am Board liege. Wieder nur einer von 4. Siphon Source und Removal. 7. Dr. Boom kann man so spielen. Okay, passt. Twisted Nether brauche ich nicht. Ja, und Molten Giant ist je nachdem, wie weit man sich runterprügelt. Das heißt, man hat eigentlich relativ wenig Minions, die man on Curve spielen kann, sondern das sind alles Karten, die sich an das Deck des Gegners anpassen. Deswegen auch Control. Ich kontrolliere den Gegner. Dann wird mal so einmal kurz mal in Krieger reingucken. Ist auch ganz nett. Execute spielt man die Turn 1. Warum auch? Macht ja auch keinen Sinn. So. Fällt weg. Shield Slam genau dasselbe. Also haben wir auf der 1 0. Turn 2 ist nur die Fire Reverse Axe, wenn der Gegner was ausspielt. Ansonsten heißt es Armor ab. Armor Smith kann man gegebenenfalls ausspielen. So, Taskmaster benutzt man eigentlich, um was anzupingen für Execute oder irgendwas kurzzeitig zu verstärken mit zwei Angriffen. Wird also auch nie um Curve gespielt. Also haben wir 2 von 6. So, Turn 3, Bashen tun wir nur, wenn wir einen Gegner damit wegkloppen können. Shield Blocken kann man jederzeit machen. Alkoholite kann man auch jetzt rauskloppen. Eigentlich ist einmal zu viele Karten auf der Hand. Macht wieder 2 von 6. Deathbike kann man eigentlich halt die spielen, sollte man aber auch wieder aufpassen. Man sollte nicht beide sofort rausprügeln, weil man eventuell eine für Grommash braucht. 1 von 4. 1 von 2. Turn 5. Belcher kann man so spielen. Die einzigen beiden Brawl nur, wenn der Gegner das Board zu voll hat. 2 von 5. 2 von 3. Turn 6. Das spielen wir nicht. Aber nur die Schildmeiden, Jessica und Sylvanas. Jessica kann man jederzeit spielen auf Turn 6 und die Schildmeiden macht 3 von 4. Das wird schon mehr. Das kommen in den High-Mana-Bereich. Dr. Boom kann man jederzeit spielen. Alexstrasza ist die Isera kann man auch jederzeit spielen. Alexstrasza ist eine Vorbereitung für Grommash. 2 von 4.
Ach, ich habe Geldon noch vergessen. Geldon ist auch wieder Situationsbild, also 2 von 5. Ne? Also, man sieht, dass eigentlich sehr wenig Karten da wirklich on Curve gespielt werden. Im Vergleich zum Tempo-Deck nochmal. Zeige ich euch mal. Okay, die Spells haut man nicht raus, aber 1 Mana-Wurm. Das heißt, ich habe von 5 Sachen eine, die ich spielen kann. Zwei, die ich spielen kann. Turn 2. Ich habe mit Scientist, den ich so rauskloppen kann. Ich habe die Sorceress Apprentice, die ich in der Regel so rauskloppen kann. Das sind 4 von 10. Oh, okay. Akant-Intellekt kann man eigentlich immer gebrauchen. Flamewecker kann man Turn 3 meistens nicht zusammenspielen. Sei mal eine Coin, dann kann man ihn auch sofort mit dem Spell hinterherjagen. Passt. Sagen wir mal, einer davon. Das sind also schon mal hier. Auch wie Mirror kann man eigentlich auch spielen, wenn man es auf der Hand hat. Das 5 von 6. Schon was anderes. Wasseredel kann man noch spielen. Fireball kommt an, ob man traden muss oder nicht. 2 von 4 ist auch okay. Fünferbereich kann man alle drei ohne Probleme spielen. Den Azurdrake auf dem 5, genauso wie den Conjurer. Ja, 6 haben wir nichts und 7 ist halt Dr. Wurm, kann man sowieso spielen. Und Antonias braucht man meistens, wenn jetzt nicht gerade die Sorcererin rausspielt, kann man jetzt halt nicht Turn 7 spielen, sondern erst Turn 8 oder Turn 9. Aber es ist halt eben mit sich ganz so tragisch. Aber man sieht schon, hier ist mehr, was man so auf Kraft spielen kann, wo nicht so viele Bedingungen erfüllt sein müssen. Tempo. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt habe ich leider kein Agro-Deck mehr offen, ne? Schade. Ich weiß gar nicht, ob ich eins im Tracker drin habe, da muss man so zeigen. Na, guck mal, Agro-Druide, mal was anderes. Wenn ich gucke, ich kann die gut zu der Zeit spielen. Leper-Gnome, Turn 1, perfekt. Dann hast du Druid of the Saber Knife Juggler, Turn 2, alles perfekt. Das heißt, ich habe hier von. Ich hoffe mal, dass man jetzt hier auch die Mana-Curve sehen kann. Warum ich dafür auf Edit drücken? Vielleicht sieht man das dann mal so ein bisschen. Es war ein bisschen anders aufgebaut, als man es so kennt, aber weil die Spells und die Minions 1 angezeigt werden. Aber wir sehen ja hier, wir haben jetzt hier 2 bei der 0. Naja, ist okay. Das ist halt eben, wenn man Tempo braucht, ne? Aber gehen wir jetzt mal so in den Minion-Bereich bei einem Mana. 4 von 4. 2. 6 von 6. Savage Worlds ähnlich, aber Shell kann man jetzt ausspielen. 2 von 4. Swipe ist auch wieder eine Interaktion. Keeper eigentlich auch, aber Shredder kann man spielen. Und Savage Command eigentlich auch. Sind immerhin 3 von 7. So, okay. Druid of the Claw und Fel Reaver kann man ebenfalls im Kampf spielen. 4 von 4. Force of Nature, wie gesagt, eine Kombo nur, fällt raus. Also 0 von 6, 0 von 2 auf der 6, aber Dr. Boom kann man auf 7 so ausspielen. Fertig. Aber merkt schon, es sind mehr Karten, die man im Kampf spielen kann. Das heißt, je agro-lastiger es ist, tempolastiger ist es, kann man halt eben sehr stark on Curve spielen. Das ist halt auch was dieses Deck so besonders machen, also, weil die Karten eigentlich alle gleichwertig sind. Ne? Es gibt halt noch die anderen Decks. Es gibt noch zum Beispiel jetzt noch die Arten wie Millen. Millen heißt, ich ziehe den Gegner tot. Kann ich mal so zeigen, das ist eigentlich darauf ausgelegt. Mill-Deck besteht, ist eigentlich mehr so eine Art Control, kann man sagen, was eigentlich selber auf keinen Damage aufbaut, deswegen auch keine teuren Minions danach, wie man hier sieht. Sondern einzig und allein den Gegner durch den Fatigue-Damage sterben lässt und halt eben Karten verbrennen lassen, dadurch halt eben auch Removals einbaut. Das ganze Deck besteht eigentlich nur aus Removals und Flächenschaden. Doomsayer AOE, also Flächenschaden. Sheep ebenfalls. Duplicate ist, um Sachen wie Sheep und so also wieder zurückzubekommen. Forgotten Touch ist Einzeldamage. Nova ist, zum ist für die Combo für Doomsayer zu gebrauchen. Barrier ist Schutz. Block ist Schutz. Karten ziehen, Karten ziehen. Kleine Mini-AOE, Karten wieder auf die Hand bekommen, Removal, Heal, Flächenschaden, Karten günstiger machen, Heilung, Flächenschaden. Das ist Mill-Deck. Mill besteht aus nichts anderes, da gibt es noch mehrere Versionen. Da gibt es auch den König des Mills, womit es eigentlich angefangen hat, der Druide. Da kann man so einen Mill-Druiden mal aus dem Kopf zusammenbauen. Das war meine Lieblingsklasse früher deswegen. Was wir brauchen ist beim Millen zum Beispiel, wir brauchen immer sehr viel Heilung. Und ich habe hier, also, so, wir brauchen Heilung. Wir brauchen Removals. Plus zwei Karten ziehen ist natürlich genau das, was wir wollen. Ja, damit können wir, können wir was vom Board runternehmen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, schon ein bisschen her. So, auch wieder, um aufs Board zu interagieren. Poison Seeds ist, um alles in zwei Zweier zu verwandeln. Hört sich im ersten Mal ein bisschen komisch an. Natürlich kann man am besten so die richtige Karte der Zugang sofort reinschmeißen, was man sieht, warum man das macht. So, in Verbindung mit, müsste eine 5 da, Starfall, macht 2 Minions zu, 2 Damage zu allen Minions. Wir machen die Karte immer größer, so. Kann man damit das ganze Board des Gegners clearen und man selber noch weiter was auf Board. Also Board Clear, AOE, ähnlich wie gerade bei Mage. Taunt, Taunt, Silence, Silence. Gerade gegen Sylvanas und so, gar nicht mehr so verkehrt. Was haben wir noch? Was kommt noch da rein? Groove Tender, wieder, Karten ziehen. Das Deck besteht nur aus Karten ziehen und, Schutz. Quasi. Heilung. War halt eine gute Karte, bevor Reno rauskommt. Ich weiß nicht, ob man das Deck jetzt auch mit Reno bauen kann.
Noch nie probiert. Ich sage, ich habe Ewigkeiten kein Mülldruide mehr gespielt. Ich weiß gar nicht warum. War eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wir gucken mal weiter. Dann brauchen wir Karte des Kartenziehens. Wo ist sie? Coldlight Oracle. Ah, ich kostet 3 Mana, genau. Das Coldlight, die Dancing Swords. Erstmal das Minion, da gehen jetzt die Karten. Manche spielen auch Death Lord noch dazu. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber kann man machen. Ist jetzt nicht das, oh nein, die Karte gehört da nicht rein, sondern man kann es machen. Ich mag es halt selber eben halt nicht. Dann brauchen wir noch Schutz. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, wir kloppen uns noch 2 Healbots. Dann gab es noch die Braumeister, genau, die ich fast vergessen. Young for Brawlmaster. Damit man sich wieder so Sachen wie den Healbot auf die Hand zurückholen kann. Ist halt nicht schlecht. Boah, hier ist Coldlight Oracle, um noch mehr Karten ziehen zu lassen. Wenn man ja gerade schon schön am Overdrawn ist. Muss mal gucken, was da noch alles drin war. Ich hab das nicht mehr ganz zum Kopf. Irgendwie sieht die 6 so leer aus. Genau, Taurus-Sagen kann man spielen, um die Karten günstiger zu machen. Ja, dann kann man sagen, okay, ich spiele noch eine Sylvanas, um auch mal was Dickes wegzunehmen. Ist auch noch die Möglichkeit da. Man kann Boom spielen, um halt auch ein bisschen Präsenz zu zeigen. Man könnte halt auch sagen, okay, ich spiele den Clockwork Giant, weil ist natürlich super, ne? Je mehr Karten man geht auf Hand hat, man zieht schon kostet 2 Mana, ne? Und sowas alles. Das sind halt eben Karten, wo ich den Gegner die Hand zuklatschen möchte mit Karten. Am besten ihn überziehen lassen, damit der Karten verbrennt, die für sein Spiel wichtig sind. Und eben halt, dass er vor mir in den Fatigue Damage geht, wo ich dann mit meiner großen Heilung, die ich hier habe, wir gucken mal hier jetzt beispielsweise das mit Healing Touch 16, 32 plus X. Das kann irgendwas zwischen 0 und 1 und 29 sein. Dann kann man noch die beiden Healbots wiederholen, sind immer 32, also man kommt schon wieder auf sehr viel Life. Mal zum Vergleich, hier der Middle Mage. Was hier so an Life drin steckt, Reno, 1 bis 29. Zweimal Healbot sind nochmal 16. So, 16 durch die Ice Barrier. Ein Eisblock ist wieder X. Dann kann man durch Duplicate nochmal die ganzen Sachen wie die Sache wiederbekommen. Dann oh, ein Reno auch. Also, da ist auch schon extrem viel Heal drin, wie man auch sieht. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier drin habe noch. Ich glaube, ja, mein Kontroll. Cancel. Mein Kontroll. Nicht Kontroll. Middle Barrier ist vom Prinzip her dasselbe, wie man sieht. Auch hier ein paar Removals wieder, um das Board freizuhalten. Auch wieder der Brawlmaster drin. Hier sehr viel Rüstung, was im Grunde nicht das Life ist. Beim Bonzerbat, weil ich hier noch separat sehr viel Damage mit dem Iron Juggernaut machen möchte. Taurus haben, weil ich eh Handkarten habe, logischerweise ohne Ende. Durch die Oracles, Dancing Swords sind wieder drin. Death Bite zum Traden, Bolt als Board Clear. Schildmein wieder als Life, Reno wieder als Life. Noch hier wieder die Devise. Brawlmaster, um Karten zu ziehen, wieder zu holen. Oder auch wieder mit Healbot. Also so sind eigentlich so Mildecks aufgebaut. Macht sehr viel Spaß zu spielen. Metatauglich würde ich jetzt sagen. Jein. Mit sehr viel Erfahrung bestimmt. Ich habe es damals bis Rang 7 damit geschafft gehabt. Ist auch schon immer, wie gesagt, Ewigkeiten her. Das war, glaube ich, meine zweite Saison oder so, wo ich es gespielt habe. Ist schon ein bisschen was her. So, jetzt kommen wir zu dem etwas anderen Decks, womit ich gerade schon so fast angefangen habe. Das waren dazu die Decks, wo die Karten alle relativ gleich sind. Dann gibt es Decks, wo es um Kombos geht. Das ist so eine komplett andere Kategorie. Das heißt, solche Decks zum Beispiel, ich kann es mal hier zeigen. Bestehen immer in der Regel aus ein paar Karten, die eine Combo sind. Zum Beispiel hier haben wir die Combo Force of Nature Savage Roar. Diese wollen wir natürlich ziehen, weil sie macht ohne Board 14 Damage mit Board X. Also da kann alles Mögliche bei rumkommen. Bis zu 30, nachdem wie stark das Board ist. So, da wir diese Combo natürlich schnell brauchen, haben wir A, Minions drin, die Karten ziehen. Hier, Azurdrek, jeweils eine Karte. Wir haben den hier, der uns über 2 Karten ziehen lässt. Also wir haben auch einen Card Draw. Ganz, ganz wichtig. Wycroft ist ebenfalls Card Draw, wenn wir bei 10 Mana gekommen sind. Nicht zu vernachlässigen. Bei Combo 6, also spielt man immer Taurus-San, um die Combo R spielen zu können, wenn man sie auf der Hand hat. Man spielt Taurus-San auch erst dann aus, wenn man Teile von der Combo oder die komplette Combo auf der Hand hat. Und eben ist es so, dass man halt sehr viel Card Draw braucht. Eben das ganze Deck zu recyceln und eben versucht halt eben den Gegner am besten hinzuhalten. Weil hier ist es so, der Lore ist auch tatsächlich Heal im Notfall. Wir haben dicken Taunt mit Ascent of War. Wir haben hier 2 Taunts. Wir haben hier noch was, um die Combo zu verstärken. Weil Naxxramas was einfach liegen bleibt mit Dings, mit, sag mal schnell, mit Stealth und halt so nicht angegriffen werden kann und die Combo halt natürlich vergrößert. Wir haben hier natürlich den Mana-Vorsprung, den wir durch das aus Birant, Inner Veil und Wycroft aufbauen können. Wir haben hier Minions, die schwer zu removen sind, im Sinne von Shredder. Und ja, das ist eben so. Hier, Dr. Boom macht die Combo natürlich mega stark. Ne? Wenn er stehen bleibt, komplett eine Runde, wie die Combo rauskloppen, dann sind das
locker nochmal doppelt an Damage oben drauf, dann macht er nicht mehr 14, sondern mal eben 28, ich glaube, es sind so mehr, sind über 30 auf jeden Fall. Müsste man ausrechnen, wenn das im Spiel natürlich kommt. Combo-Decks ist halt eben so, man muss immer sehr viel rechnen. Na, hier ist auch so ein Beispiel vom Combo-Deck im Reno. Spielt zwar ohne Card Draw, liegt aber daran, dass die Heldenfähigkeit Card Draw ist. Das heißt, ich brauche keinen zusätzlichen Card Draw. Wenn ich Karte ziehen will, drücke ich auf Tap, 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 ne? Aber auch hier sieht man das eben. Hier ist auch eine Combo drin, Power Overwhelming plus Arcane Golem. Macht daraus ein 8. X ist scheißegal, stirbt eh nächste Runde. Aber 8, ne? Plus den Faceless Manipulator. Der machen auch nochmal 8. Das sind 16 Damage an Sturm. Das ist etwas mehr als die vom Druiden. Habe ich das Glück und ich entdecke über den Dark Pinder noch ein zweites Power Overwhelming. Dann bekommt er 12. Dann mal 2 sind es 24. Ja, also so kann es natürlich auch gehen. Andere Art von Combo, hier auch wieder mit Life und alles drin, wie man sieht. Ja, ist halt eben immer dasselbe. Man braucht halt ein bisschen was zum Denken. Zum Beispiel auch ein Combo-Deck ist, was ich ganz nett finde. Ah, nehme jetzt mal Chami. Chami, so, zum Beispiel ein Combo-Deck könnte auch aussehen. Man baut immer, wenn man was Neues ausprobieren möchte, immer Combos. Ist ein kleiner Tipp. Packt euch erstmal die Karten rein, die ihr für die Combo braucht. Gerade beim Chami wäre es wirklich eine große, große Combo. Ich zeige sie euch mal. Das heißt, wir brauchen Alistar's Call. Das ist ein scheiß Mana-Kosten, ich mir immer noch nicht weiß. Da ist Alistar's Call, brauchen wir. Wir brauchen Maligos. Maligos, 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 zack. Wir brauchen Tausa. So, wir brauchen Spells. Alles mit Direct Damage, Lightning Bolt. Wir brauchen, was haben wir noch? Crackle. Wir brauchen, na, Lava Shop brauchen wir, also den komischen da Overlord in Dings braucht man nicht mal. Wir brauchen Lava Burst. So. Gut. So, jetzt hat man so, das ist die ganze Kombo, man muss mal überlegen. Wir kloppen für 4 Mana den netten Maligos raus. Dann haben wir noch 6 Mana über. Das heißt, wir könnten Doppel Lava Burst spielen, was uns 5 Damage mehr, 20 macht. Autsch. Spielen wir Taurus-Hahn, während wir einen Teil der Kombo auf der Hand haben. Nehmen wir mal an, wir haben zumindest alle. Ja, wir haben alle Spells mindestens auf der Hand einmal gehabt. Dann kostet das Lightning Bolt nur noch 0, Quake nur noch 1 und Lava Burst nur 2. Rechnen wir erstmal aus. Maligos mit Anitzos Call haben wir natürlich noch nicht auf der Hand gehabt, aber macht die ganze Combo halt eben stärker. Das soll ich mal so ein bisschen verdeutlichen. 5 Damage plus. Dann sind das schon mal 20. Hatten wir gerade schon. Kostet aber jetzt nicht mehr 6 Mana, sondern noch 4. Wir haben 2 Mana über. Die beiden Quakels machen irgendwas zwischen 8 und 11 Damage beide. Das heißt, wir haben irgendwo was zwischen 16 und 22 Damage oben drauf. Sind wir irgendwo bei 40, 45 rum. Dann kommt noch Lightning Bolt dazu, der kostet ja nichts. Hier haben wir nochmal 2 verbraucht und dann haben wir es aufgebraucht. Jetzt haben wir noch 2 über. Die machen ebenfalls Nummer 8. Also ist eine ganz schöne Menge, reicht auch, um so einen dicken Krieger mit sehr viel Rüstung zu traden. So, was haben wir gelernt, wenn wir sowas spielen? Wir brauchen Card Draw. Das heißt, wir fangen jetzt an und bauen uns den Card Draw rein. Dann ist das Astral Knowledge und das Mana Tide Totem. So, das könnte man sich noch überlegen, ob man da jetzt noch mehr Card Draw reinpackt. Das müsste man wieder probieren. Das ist, was ich immer sage. Deck ausbauen, probieren, anpassen. Das ist halt die Philosophie eines Decks. Ja. Ne, wir gehen jetzt mal davon aus, es reicht. Aber ansonsten packt man zum Beispiel noch ein Ecolite oder so rein. Gibt ja noch Karten, die Karto geben. So, damit wir überlegen, brauchen wir hier. Diejenigen werfen schon mal nicht verkehrt, auch wenn es nur 7 sind. Wir sind immer vorsichtig erstmal, wir spielen mehr Heal. Man merkt schon, das Deck wird schon ziemlich voll. Jetzt brauchen wir was zum Removen. Falls der Gegner uns dicke Minions vor die Brust setzt. Das heißt, irgendwas zum Silencen ist ein Oddshot nicht verkehrt. Was können wir noch machen? Wir können. Wo ist denn? Hex, Hex, Hex da. Perfekt. Was sind unsere Sachen? Hier ist doch eine schöne kleine AOE. Da wir eigentlich selber kein Board bräuchten, ne, kann man zum Beispiel sagen: Okay, warum zimper dich? Wir spielen zum Beispiel die Dicke. Wo ist die denn? Ich weiß gar nicht, wie teuer die ist. Kostet die 2? Ne, ich glaube, die kostet 3, ne? Da kann man auch die zum Beispiel spielen, um das ganze Board zu clearen. Wichtig ist nur Board Clear. Wichtig ist auch hier sehr wenig Minions, weil wir müssen zu dem Zeitpunkt, wo wir Anistar's Call spielen, gucken, dass wir nur Maligos auf der Hand haben, dass auch wirklich Maligos auf das Feld fällt.
Ne? Heißt, wir müssen alle anderen Minions bis dahin loswerden. Also das heißt, wir spielen hier mit sehr, sehr wenig Minions. Dann lieber aus Spells gehen, um sicherheitshalber. Zum Beispiel kann man hier Feral Spirits spielen. Ne? Ist ein Taunt. Habe ich jetzt da jetzt ein Dings hinklatsche? Wer ist da nochmal hier? Ein Belcher oder so? Kostet natürlich weniger, gibt uns Zeit. Was kann man denn noch spielen? Was ist noch wichtig? Klar, man kann natürlich auch ein paar Minions spielen, so ist jetzt nicht. Also wir gehen jetzt nicht aus. Wir können auch sagen, damit wir noch besser schneller durchs Deck kommen und wir ein paar Minions haben, Drake rein. Ist Karchomp und ist ein Minion. Jetzt gucken wir mal so rein. Ups, die 3 ist ziemlich voll. Auf den ersten Blick. Ist natürlich echt heftig, aber ist dann immer so. Es ist halt nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass das Deck funktioniert. Und stark ausgeprägte 2 oder 3 ist ja nicht verkehrt. Man kann es ja relativ frisch spielen. Schlimmer wäre, wenn das jetzt eine 7 hoch wäre. Das macht natürlich keinen Sinn, weil bis Turn 8 bist du tot. Aber ruhig so im 1er bis 3er Bereich. Das kann man Turn 2 mit einer Coin spielen. Und vor allem haben wir auch so noch ein bisschen was auf der Hand, womit wir arbeiten können. Wir können ja gucken, dass wir sagen, okay, damit wir im Early Game nicht ganz auf die Eier kriegen und komplett versagen. Ups, nein, nicht du. Komm, hauen wir Tunneltrock rein. Ne? Ist ja gegeben. Oder wir nehmen einen Tunneltrock und spielen noch den, oder dann Totem Golem. Das muss man halt ein bisschen ausprobieren, was sich so ergibt. Ne? Oder für 5 halt eben. Man kann nur sagen, okay, ich glaube noch einen Boom rein für den Anfang. Spiel dafür vielleicht einen Lightning Bolt weniger, aber ich nehme hier Feral Spirit raus und sag mir, okay, was ist noch sehr sinnvoll? Ich spiele hier noch den Fire Elemental weiter hinten oder sowas. Das muss man halt mal ausprobieren. Das halt, ist, wie gesagt, ein Deck wird nie von Anfang an ohne Problem funktionieren. Vielleicht brauchen wir auch zwei Nistas Coil, damit wir schneller spielen können oder so. Ne? Weil wir müssen ausrechnen, wir brauchen Turn 10. Also Turn 10 können wir erst die Combo rauskloppen. Ne? Klar, steht Taurus Hunter 3 Runden rum natürlich wieder mal. Gibt es ja auch solche Spezies, die Taurus Hunter wirklich 4, 5 Runden stehen lassen. Dann kann man es natürlich auch eher machen, aber wir gehen mal von der Regel aus Turn 10. Ne? Und so kann man natürlich auch. Vielleicht sagen wir, okay, die Healing Waves reichen. Ich brauche halt keine Healbots. Wir spielen mal halt eben zwei Fire Elers und gucken mal halt eben, was wir noch so für zwei. Vielleicht doch noch einen zweiten Totem Golem rein. Ne? Also, das kann man halt wie individuell anpassen, was man gerade braucht, was man merkt, was einen was bringt. Ne? Guck mal, schon sieht die Curve ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen aus wie am Anfang so ein bisschen wie Face auch. Ne? Ist aber trotzdem Combo-Deck, weil unser Ziel ist es halt eben, das Deck schnell zu recyceln. Dabei hilft uns Mana-Teil Totem, Astral Knowledge und eben der Azure Drake. Und das ist eben das Wichtigste. So, das ist so das Gröbste, so, was es so an Deckarten gibt. Gibt noch so ein paar Spezialdecks, aber ne, ja, überlegt euch am Anfang erstmal, ah, was will ich machen? Will ich ein Deck aufbauen, wo bestimmte Karten im Vordergrund spielen, weil das Kombos so gibt oder sowas? Oder ich möchte ein Deck aufbauen, wie zum Beispiel Reno, wo diese Karte im Dingens ist, im Vordergrund steht, weil ich gerne Reno spielen möchte. Dann muss ich halt eben auch das Deck dementsprechend aufbauen. Man kann auch Reno mit mehr Karten spielen. Also nicht nur mit einzelnen, das geht auch mit doppelten. Wichtig ist nur zum Zeitpunkt, wo wir Reno spielen müssen, darf nicht eine einzige Karte doppelt noch mehr im Deck sein. Tracker spielen für Leute, die kein gutes Gedächtnis haben, ansonsten aufschreiben oder eben die Decks gut auswendig lernen. So, das war so das Gröbste erstmal zum Thema Deckbau. Klar, ich habe jetzt keine Games oder Plays gemacht, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig. Wenn ich mal gucke, ich das beim zweiten Teil vielleicht ein bisschen besser machen kann, so was so die Plays angeht, aber ist halt eben Deckbau, findet halt nur mal bei. Wer ist das überhaupt? Bei Collection statt. Ist nun mal so. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir es bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten. Ich werde noch einen zweiten Teil auf jeden Fall machen, weil ich auf jeden Fall noch gerne einmal auf die Klassen eingehen werde. Werde müsse, müssen, irgendwie so. Nur, wir sind, glaube ich, bei knapp einer Stunde angekommen und ich denke mal, länger nonstop ist auch nicht so gut. Ich werde dann beim nächsten Mal gucken, was ich mal die ganzen Helden mal so ein bisschen erkläre, welche Deckarten welcher Held auch spielen kann. Nicht jeder Deck kann jede Deckart spielen. Ja. Und ich werde mal gucken, ob ich mal so auf ein paar Einzelkarten noch ein bisschen eingehe. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Wie hat auch ich bin nur ein Mensch und auch nicht fehlerfrei kann sein, dass ich auch bei manchen Sachen ein bisschen Scheiße gelabert habe. Aber so habe ich es gelernt und bin damit auch relativ gut gefahren, wie immer. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was ihr auch immer machen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder so. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage damit Tschüss.